Leute, heute, was machen wir heute, Mike? Heute fahren wir Boot. Boot, der Mike hat hinten was Neues erworben für uns. Das wird mal getestet. 25 Euro VW. Wir Schnäppchen hier, gell? Mit Paddeln auch noch dazu. Bin ich mal gespannt, wie das gleich läuft. Wir holen noch zwei Freunde ab. Und dann melde ich mich gleich. Kuss. Mal gucken, was haltet ihr hier von einer Cappy. Ein bisschen Selbstdesign. Die ganzen Spikes dran gemacht. Das haben wir schwarz angemalt. Hier oben die Spikes. Hier die Nieten. Wir wollen die noch so ein bisschen ausfransen. Und dann finde ich die ganz geil. Heute auch eine wilde Brille wieder dabei. Ich predikte. Runden und zwei. Dass Yannick sich hart abfacken wird, bis wir da sind. Weil das ist ein bisschen so ein kleiner Fußmarsch. Ich trage nichts. Ich will euch nur kurz mal einmal meinen süßen Storch vorstellen, hier hinten, den Mike. Mit schönem Knickblattfuß. Auf jeden Fall sind wir jetzt on the way. Ich liebe das als alter Naturbursche. Ich bin ja im Dorf groß geworden, deswegen immer, wenn es hier in Köln ein bisschen grüner wird, finde ich es auch mal ganz erfrischend. Oh, wie schön. Aber ich sag's euch ehrlich, dieser Weg jedes Mal ist wirklich wow. Dass Yannick sich hart abfacken wird, bis wir da sind. Aber egal. Muss man manchmal durch. Wenn man im Leben was erreichen will, muss man auch die steinigen Wege gehen. Hä? Meister, gell? Ja, sicher. Sichi. So, here we go. Einfach schön. Traumhaft schön. So, machen wir jetzt aber ganz langsam, bitte. Ganz langsam, ist alles auf Cam, wenn du fällst, ist es auf Cam. So, das ist unser heutiger Anlageplatz. Herr Mikulajczyk am Blasen. Gar nichts. Ja, ich vlog, ist doch egal, halt eure Schnauze dann einfach. Guck mal, wie schnell das hier geht. Der Typ, ne? Gut. Du hast den Hauptauslöser aufgemacht. Da ist so eine Außenkappe, du kannst zwei Kappen aufmachen. Okay, sorry, Amateur, alter Kapitän. Luftpumpe. Angenommen, beim nächsten Mal gibt's Deckverbot, Alter. Wenn hier so mit dem Strom umgeht. Egal, der Mike. Ja, keine Powerbank dabei, wollen hier zwei Brote aufpumpen mit der 12-Euro-Pumpe. Was? Wer? Was? Zwischenstand. Wird gerade getestet, ob hier genug Luft drin ist. Ja, weißt du, wie ich meine so? Hä? Also, wenn wir untergehen, so, dann. Ja, Mike, komm, flex mal. Nee, ist gerade nichts auf, ey. So, wie sich rausgestellt hat, hat Mikes Errungenschaft. Mikes neues Boot. Ein Loch. Der Übeltäter wird auf jeden Fall gefunden da unten. Hier, dass der Kleber unten bleibt. Wir versuchen den jetzt aber sehr stark zu attackieren. Das sieht nicht so gut, aber hier ist er, der Übeltäter. Sieht aus, als würde es die Luft halten. Jetzt geht's an Nummer 2. Und dann jetzt aufs Wasser. Und ich weiß gar nicht, warum es so nicht vorher der Fall war, aber die Musik hat gefehlt. Jetzt wird man es gefehlt hat, gell? Und? Woo! Dicker! Der Lieblings-Crime-Klassiker wie The Rookie, Criminal Minds. Selfie, Selfie! Prost! Prost! Die Seepolizei ist auch da heute. Der Panzer. Geisterkranker. So, Freunde, hier sitzen wir nun. Lass uns gut gehen, hä? Meister, gell? Auf uns. So, jetzt haben wir unseren zweiten Anlieger da hinten. Bin ich jetzt mal gespannt. Geht nicht, ich hab mir komplett in die Fresse geschüttet. Halt doch mal gerade das Ding. Jetzt so ruckartig. Hey, Sebastian, ey.
Dich, der Mann. Auf den Blick Absturz, Alter. Also, wenn sich das so nicht aushalten lässt. Weißt du, Mike, wenn du mich hier nass machst. Oh, gerade hat ein befreundetes Boot angelegt, mit kurzer Handel betrieben. Oh, vielen Dank. Kein Problem. Der Insel da. Ja, der Insel da. So, der Mike fixiert mal schnell das andere Boot. Der andere wird wirklich knapp. Das ist wirklich geistesgestellt. So, ja, dann. Hört Mike, Alter, wirklich. Das ist so geil. Ich lasse mich heute mal ein bisschen kutschieren hier. Wirklich, ah, das ist Balsam für die Seele. Ah, Mike macht das gut. Das Boot ist zwar glücklich, also... Oh, fuck! Nein! Paddel! So, Rettungsaktion, ganz schnell Panik. Paddel! Ja, warte, wie hast du dieses Paddel denn angebaut? Bist du blöd? Warte mal. Mike, ich seh nichts. Du bist jetzt über Bord. Und mein Paddel! Ja, Mike, ich seh gar nichts. Hinter dir, warte, ich steuer. Nein. Warte, stopp. Hab's! Alles gut. Warum macht ihr denn so viel Panik, Alter? Hab's doch, Alter, was ist denn los, Jungs? So, ich übernehme mal kurz die Anker, gell? Mach mal kurz fest. Zieh schön fest. Basti, ich hab dich. Alter, also Mike, wir müssen keine Tour de France gewinnen hier. Der Regattaverein Mikolajczyk. Jo, wie breit er aus das Ding greift, Alter. Wer sagt breit in den Boot und wie man Ja, das ist ein Lowrider, Alter. Das ist ein... Hier ist wirklich High-Voltage-Perspektive. Hier machst du so Speed, ey. Also ich habe hier auf jeden Fall mir eine schöne Ablage gebaut für die Becher mit meinen Fettschenkeln eingeklemmt, links am Reifen. Aber wir haben hier ein Good Life, sag ich ehrlich. Also. We have a good life. Yeah. So, ich melde mich jetzt mal, mache ein bisschen Videoaufnahmen. Und lass es mir gut gehen. Also, so graziell sieht es noch nicht aus, aber wir sind auf jeden Fall schnell. Wir sind eher greifen. Schön. Vertikal stechen, Alter. Schreib mal Marvin. Marvin! Alter, ich stehe den komplett. Das ist mein ganzes Sack. Alter. Rotten, Alter. Naja, wir holen Nachschub. Das Bier liegt da unten. Er wollte gar nicht ins Wasser. Er wollte gar nicht ins Wasser. Komm, jetzt kannst du auch tauchen für das Bier. Komm. Bruder, hinter dir. Egal, Marvin, komm, gib aus dem Beutel, da waren auch bestimmt noch was drin. Aus dem Beutel. So, Mission war halb erfolgreich. Wir haben einfach. Wir haben mehr Promille getrunken. Was anderes genommen. Und ich würde sagen. Wir haben eine falsche Deckung. Wir ploppen das Ganze mal auf See und holen natürlich auch den Korken ab. Was hast du gesagt, dass du da nicht vorher drauf gekommen bist? Ey! Wow, das ist Leben! Das Ding müssen wir auf jeden Fall holen. Das ist hier! Richtig! Hol ihn, komm! Und komm! Ich stopp mal! Und ab! Stopp! Und ran! Ja! Nein! Komm! Ich kann nicht mehr! Halt hoch! Ja! Was ein geiler Track! So, wir haben jetzt kurz Halt gemacht. Wir stechen jetzt alle in den See mit Marvinio. Das heißt. Schlangenbändiger. Das heißt, wir werden jetzt gleich alle zusammen in den See stechen, jetzt alles einpacken hier vorne. Dass hier nichts mehr rumliegt, falls es hier geklaut wird. Und dann geht's nochmal auf See! Uhu. Wir sind wieder auf hoher See. Aber diesmal mit Gepäck. Das heißt, Folge.
sind auch wieder im Anmarsch da hinten. Auch mal neue Luft rein ins Boot. Und jetzt sind wir auch zu viert auf hoher See. Ja, der Basti hat gerade seine Brille verloren. Schön hier im Chaossee versenkt. Ey, boah, wenn ich dich sehe. Ich meine, das ist cooler als wir alle zusammen. Ah, das ist so geil. Ey, nein. So ein Fein. Einfach ein Stein mitgenommen wurde. Also ich weiß nicht, wie der hier ins Boot gekommen ist, aber... Das ist mit Etikett, das ist nämlich nicht ein Stein, das ist der Stein. Okay, Basti, dann dürfen wir den ins Wasser werfen oder müssen wir den auch recyceln? Warum? Achso, warum? Ja, Umweltschutz, hast du recht. Umweltschutz. Guck mal, das war... Aha, guck mal, wer sind die Verbrecher? Der Handel. Das waren wir sogar. So, wir haben jetzt eine Mission und zwar habe ich jetzt angepeilt, da hinten ist irgendwo so eine Brücke. Und zwar habe ich jetzt angepeilt, dass ich zum Sonnenuntergang gleich von dieser Brücke springen will. Das Ding ist, wir haben nur noch halbe Luft. Aber egal, wir leben im Abenteuer, was soll man sagen? Wir legen jetzt hier gerade an unter der Brücke. Boah, das sieht mich halt. Hä? Ich kann ja chillen. Gut. Kurz Pause. Haben wir jetzt nach oben geackert. Ich mach mal oben den Spot jetzt unsicher, guck mal, ob man hier springen kann. So ein geiler Shot, wie ich mich hier runterfallen lasse, Wege. Der Mike macht unten die Boote fett und macht doch mal ein bisschen Luft rein in beide, weil die schon wieder auf Halbmast hängen. Irgendwo ist ein Loch drin, keine Ahnung, aber trotzdem haben sie uns halt gut getragen. Moin, moin, moin! Ich zeig euch mal kurz hier oben den Spot, wo es hier hoch geht. Ich finde direkt an der Autobahn. Ich bin jetzt zu weit hoch. Aber ich muss gleich hier kurz vorkrabbeln. Und dann, Alter, ich bin voll in eine Dorne getreten. Fuck! Und dann mache ich den Jump hier runter. Das wird, glaube ich, geil. Ich will den ganzen Bums jetzt hier mal gleich abtauchen. Das haben die einfach gesagt, ich will jetzt auch nicht hier auf Harakiri machen, sondern ich tauche das einmal ab. Ich habe keine Ahnung, wie hoch das ist. Könnt ihr mal gucken, bewerten. Also ich denke, es sind so 15 Meter. Ich würde jetzt reintauchen, wenn das so 4-5 Meter ist, dann ist das gar kein Thema. Und dann kann ich auch springen. Also wie gesagt, ich gehe jetzt abtauchen. Hier rein oder runter. Oder meinst du, man kann hier hochlaufen? Ja, hier. Okay, let's go. Also Yannick springt jetzt von dieser Brücke hier. Ja. Ich finde, das ist keine gute Idee, aber er ist alt genug. Kurz mal als Vergleich, er ist da oben, hier ist unten, da sind die Jungs. Die Boote hängen da unten beim Marwan, er hält die fest. Und Yannick kriecht da. Meter für Meter, weil da oben die Autobahn ist und er die Leute nicht distracten will. Da die Meter wirklich wie eine ganze Lux piecht er sich an die Beute, um den Sprung seines Lebens zu absolvieren. Safety first, oder? Immer, immer, immer. Vorsicht geht über Nachsicht. Ja. Und? Wasser geschluckt. War gut? Ich hab voll Adrenalin. Alle vollkommen. Ist kalt? Geht. Adrenalin regelt. Junge, ich kann seine Gänsehaut von Adrenalin hier hin. Adrenalin regelt. Aber ich kam mit anders weiter am Boden. Hä? Der Boden war nicht mal anders. Also, damn, Basti. So, wir genießen jetzt hier noch die letzten Sonnenstündchen bis zum Sonnenuntergang gleich. Aber dann gehen wir gleich noch ein bisschen grillen. Ich bin da schon gut im Arsch. Boah, ich bin gerade gesprungen. Das Adrenalin war so geil. So, wir haben auch hier anscheinend hier ein Loch entdeckt. Wir müssen jetzt an Land.
Langsam die Sonne geht auch unter. Wir gehen gleich noch ein bisschen grillen und ein bisschen auflegen. Wir nehmen euch auch mit. Aber erstmal jetzt irgendwie wieder an Land. Na, ihr Süßis? Haben wir noch den kleinen Enten so. Wir verlieren Luft. Ich habe gerade Power geholt, ich muss kurz abgeben. Das sind jetzt die letzten Meter, bis wir wieder an Land sind. Und dann geht's auch zurück. Schön war es, jetzt ist das große Anlegen. Echt, wir haben einen wunderschönen Sonnenuntergang. Luft ist auch schon wieder ein bisschen raus hier aus dem Boot. Aus dem Boot. Das ist echt sehr nah am Wasser, wenn wir hier liegen. Das hat seinen Zweck erfüllt heute, wir hatten keinen Tag. Vielleicht geht's nochmal weiter. So schön der Spot auch ist, wirklich, ne? Was haltet ihr von unserem Boot? Guck mal. Konserviertes Boot. Boah, meine Lunge. Hast du eine neue Technik? Ich kann nicht sagen, aber das ist nicht der afrikanische Kopf, sondern der polnische Buckel. Roskanek! Wenn du noch einmal steiler gegen mein Handy trittst, fick ich dich. So, es war auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Seetag. Wir haben jetzt noch ein bisschen was zu wandern. Und übrigens eine Sache noch, egal wie viel Spaß ihr habt an so einem See, denkt bitte wirklich immer dran, euren Müll mitzunehmen. Das heißt auch Plastik, kleine Drähte oder Papier. Mein Dank. Und dann natürlich auch. Oh, Dankeschön für die Tür, Meister. Das ist eine neue Tragetechnik. Das so zieht mich ganz schön zurück. Aber so ist gut. Der haitianische Spanner ist das. Weiter geht's. Gut, Marsch. Ich brauche hier eine Hand frei zum Saufen und eine zum Wandern. So, frisch geduscht, neu umgezogen und dann geht es jetzt auch direkt weiter. Jannik macht sich auch noch fertig. Vielleicht zeigen wir mal ein paar kleine Einblicke. So, Freunde, wir sind jetzt beim Luis. Hier ist das Setup. Wir sind gerade ein bisschen am Grillen draußen, zeige ich euch mal. Guck mal, hier sind wir gerade, habe ich euch ja gesagt, einmal noch ein bisschen ausklingen lassen, ein bisschen grillen hier. Dobby, sag mal Hallo für den Vlog. Armin, mal winken. Werden wir hier gleich ein bisschen auflegen. So, hier gibt es ein bisschen. Paar Spieße von den Jungs. Hier, Grillmeister Dobbeck. Boah, der ist sehr hübsch, ist so krank. Alter, wie seine Augen so scheiße. Alter, wie geil. Das sind die Player. Die sind echt geil. Aber die erste Kurve, die ist da wirklich sehr. Die Jungs am Karten spielen. Luis ein bisschen am Recorden hier. Natürlich immer ein bisschen Spaß haben, aber auch immer ein bisschen mit Hasseln verbinden. So, hier gibt es jetzt ein Rundchen, so ein Meme-Game. Sag mal kurz, wie heißt das Game? Keine Ahnung, Memes. What is a meme? Guck mal rein. Ich bin ja gar nicht so der Meme-King, aber wer führt? Nico, du? Nee, Dobby. Alter, du bist die Speier aus dem Platz! Ja? Speier, das ist so krass, dieser Alter. Elias, Junge. Wir sind jetzt hier gleich am Ende. Wir nehmen zwei Sets aus. Eins so ein bisschen grooviger und eins so ein bisschen mehr Bounce. Der Luis ist sehr flexibel von seinem Style. So, Freunde, Mike, sag mal, wir sind hier durch jetzt hier. Schön abgefilmt. Ich zeig noch ein bisschen auch Spaß. Spielst du ein bisschen? Schön, supi. Ja. Der Virtuose, Alter. Wie ich ihn liebe. Thank you.